Was treibt mich, in dieser Form Stellung zu beziehen? Es ist die Sorge, dass es uns durchrutscht, um wie viel elementarer diese Wahl im Vergleich zu den vorhergehenden ist. Ist es uns wirklich gewahr, dass wir nicht mehr auf Zeit spielen können und dass jeder von uns gehörige Veränderungen und ein fundamentales Umdenken in Kauf nehmen muss, wenn wir in der Klimaveränderung auf den allerletzten Metern noch einen Richtungswechsel vollziehen wollen? Wir sind mich eingeschlossen, gerne eine zähe Herde Kühe. Wir schauen mal kurz auf und grasen dann genauso gerne gemütlich weiter. Aber nur wenn wir es mit dem Gras ernst nehmen, müssen wir auch mal kurz aufhören zu essen. Wir haben als Gesellschaft speziell in Begegnen und Umsorgen von Geflüchteten gezeigt, welch großartiger humanistischer Gedanke uns eint. Wie wir all den Menschen entgegengegangen sind, sie willkommen geheißen haben und wie sie bis heute von Zehntausenden unterstützt werden in ihrem Ankommen, in ihrem Fremdeln und ihrem Heimischwerden. Das ist bereits jetzt ein historischer Punkt in der Geschichte dieses spannenden, geeinten Landes. Und genauso in der Pandemie und zuletzt bei den erschütternden Folgen der Flutkatastrophe, wir als Gemeinschaft haben eine wesentlich solidarischere Reife als unsere Regierung. Begreift man dieses Land als einen Familienbetrieb und seine Bevölkerung als Arbeitgeber, so hat die Politik, die Firmenleitung in 16 Jahren Koalition sich aufgerieben, ist sie verkrustet, träge, mutlos und in Einzelteilen immer mehr nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und was bedeutet das alles? Das bedeutet, dass wir uns ganz klar die elementare Wichtigkeit dieser Wahl vergegenwärtigen müssen und mitmachen. Ist uns der Klimaumschwung wirklich brennend wichtig? Wird unser dramatischer deutscher CO2-Ausstoß endlich in all seiner Dringlichkeit ein Wohnzimmerthema und wird er in seiner Wüstengefahr von jedem von uns wirklich verstanden? Wollen wir das Auseinanderdriften von Arm und Reich aufhalten und endlich ein großes, gerechtes, soziales Miteinander ausprobieren? Ist unsere rote Linie gegen Rassismus und Ausgrenzung klar genug gezogen? Wollen wir kein digitales Entwicklungsland bleiben? Wollen wir in dem Verstehen und Aufeinander zubewegen zwischen West und Ost endlich weiterkommen? Und haben wir den Mut, einer frischen, jüngeren Generation zuzuhören, Verantwortung zu übertragen, sie zu stärken und zu unterstützen, Neues zu wagen, uns wieder zum Mitmachen zu motivieren, zu überzeugen und gemeinsam mit ihnen zu lernen? Ich bin jetzt 65 und es ist meine Generation, die in der Pflicht steht, mit ihrer Lebenserfahrung auch die Ängste und Zukunftssorgen der Jüngeren wirklich ernst zu nehmen und ihrem Sturm und Drang und ihrer Freiheit eine Zukunft zu ebnen, beziehungsweise uns über ihr Verantwortungsbewusstsein zu freuen und nicht das Alte verbissen wahren zu wollen. Die jüngeren Menschen machen einen Riesenjob, aber wir über 50 sind bei der Wahl in Überzahl, also sollten wir mit ihnen Hand in Hand arbeiten, sie verstehen und ihnen den Rücken stärken. Das haben sie mehr als verdient. Allein Fridays for Future hat die Welt zum Glück so radikal durchgeschüttelt, dass wir endlich aus unserem Klimatiefschlaf kamen. So geht es voran und nur so auch weiter. Wir sind erwachsen und klug genug, als Gemeinschaft Risiken und Herausforderungen mitzustemmen. Wir wollen endlich wieder gehört, gesehen, gefordert und gewertschätzt werden. Wir nehmen mehr aneinander Anteil, als es sich viele Politiker auch nur im Traum noch vorstellen können. Es geht mir hier nicht um irgendwelche Wahlwerbung, aber ich appelliere eindringlichst an unser aller demokratische Verantwortung, Dinge durch eine Wahl zu verändern, zu verbessern und dadurch die Zukunft mitzugestalten. Wir alle als Gesellschafter Deutschlands wählen am 26. September eine neue Geschäftsführung für unser Familienunternehmen in einer hochdramatischen, existenziellen Zeit für unseren Planeten. Wir können sicher nicht in 4 Jahren uns auch mit dem bewährten Slogan herausreden, habe ich erstmal abgewartet, leider falsch eingeschätzt. Wir müssen endlich die warnenden Stimmen aus Forschung, Wissenschaft und frischen Köpfen ernst nehmen und direkt reagieren. In dieser Phase brauchen wir einen Rhythmuswechsel, eine neue Dringlichkeit und ein Auftauchen aus der Ohnmacht und keine politische sedierende Selbstgefälligkeit, keine Saturiertheit und kein weiter Dümpeln und Wursteln. Ansonsten werden wir dösig und verblassen mit unseren gesellschaftlich so beeindruckenden Qualitäten und mit unserem Forschungs- und Renovierungseifer. Demokratie heißt Einfluss nehmen, Verantwortung mittragen, vorausschauen und die Belange mindestens alle 4 Jahre in die eigenen Hände zu packen. Und wenn schon nicht für mich selber, dann auf jeden Fall für meine Nachbarinnen und Nachbarn, für die nachfolgenden Generationen und für alle unsere Enkelinnen und Enkel. Wollen wir einen neuen Weg, brauchen wir dazu einen ernsthaften, bewussten und besorgten Willen. Macht den Klimawahlcheck oder zumindest den Wahlomat, redet miteinander, hört euch gegenseitig zu und gebt auf jeden Fall eure Stimmzettel ab. Das wollte ich loswerden. Gute Wahl.